Es ist Sonntagnachmittag, 2:30 und wir stehen hier mitten auf dem Gelände der Bergbrauerei und sind beim Ulrichsfest. Ich lade Sie jetzt ein, mit mir einen kleinen Rundgang zu machen über das Gelände, um zu schauen, was es dieses Mal zu entdecken gibt. Ich bin jetzt hier am Stand von Dieter Moos her und an dieser Presse, oh Gott, soll man Ölsaaten verarbeiten können. Da braucht man aber zwei Hände für. Herr Moser, können Sie mir mal ganz kurz helfen? Das ist ja schwer. So. Machen Sie das mal, Sie sind stärker als ich. Nee, Sie dürfen drehen. Ich darf drehen, okay. Mit vereinter Kraft kriegen wir es hin. Was machen wir hier gerade eigentlich? Hier verkaufen. Rapsöl verkaufen. Das heißt, ich mache hier gerade Rapsöl? Ja, ja, ja. Was machen Sie nachher damit? Das können Sie probieren. Ich habe jetzt hier Weißbrot bekommen und das tunke ich da jetzt einfach rein. Oh, nur oben reintunken. Nur oben reintunken, okay. So. Mhm. Selbstgepresstes Rapsöl. Hm. Hat so einen leicht herben Geschmack, ne? Ja, so ein nussiger Geschmack. Mhm. Wozu würden Sie das Öl jetzt am besten empfehlen? Zu Salat? Für Salate. Welche Salate? Da kann man ja, die Hausfrau unterscheidet dann ja doch. Ja. Eher so ein Rucola-Salat, so ein kräftiger oder eher? Für alle Salate. Ich bin jetzt hier gerade am Stand von Eberhard Lepple gelandet und da ist mir was Besonderes ins Auge gefallen, nämlich Tabakseife. Die riecht nicht nach Tabak. Warum heißt die so? Also das ist Tabaköl, was da drin ist und es ist einfach eine sehr männliche Seife. Also vom Duft her ist es nicht unbedingt ein weiblicher Duft. Und ja, mit Testosteron. Ja, natürlich, genau. Das wird noch anregend sein dann, ja. Wie kamen Sie auf die Idee, Tabaköl für eine Seife zu verwenden? Also ich hätte jetzt Lavendel oder irgendwelche Parfums, aber Tabak? Ja, wir haben ja ungefähr 40 bis 50 verschiedene Seifensorten und da probieren wir ständig neue aus. Und da kam halt auch mal die Idee, mit also Tabaköl was auszuprobieren. Haben Sie das bei sich zu Hause als gestandener Mann im Badezimmer auch auf dem Waschbecken liegen? Also die Tabakseife zurzeit nicht. Gerade habe ich eine Rosmarinseife. Das war süß. Ja. Jetzt habe ich hier gerade, glaube ich, den coolsten Bauchladen entdeckt, den ich bisher je gesehen habe. Und zwar, der ist gefüllt mit Brot. Warum ist denn der mit Brot gefüllt? Weil ich von der Bäckerei Masch bin und dann fülle ich ihn lieber mit Brot als mit Süßigkeiten. Was ist denn da für Brot drin? Also das sind ja unterschiedliche Sorten. Sind das besondere Sorten? Ja, also wir haben sehr viele Dinkelsorten, weil wir auch der Dinkel viel von Bauern direkt auch von der Ehinger umgegeben bekommen. Und den fürs Vollkorn mahlen wir selber. Und fürs helle Mehl, da kriegt man auch von der Erzeugergemeinschaft, von den Biobauern. Und dann machen wir auch verschiedene andere Brote noch, also gerade mit Kobistern Walnüsse oder mit Erdnüsse. Da ist noch zum Teil Weizen mit drin. Oder auch ein Quark-Sechstern-Brot machen wir. Da selbst für so ein aufwendiges Brot mischen wir alle Getreidesorten selber zusammen. Und das ist was eine Arbeit. Ja, aber wenn es der Kunde nachher schmeckt, dann lohnt es sich auch, dass man es macht. Und das gilt es jetzt zu beweisen. Was sagen Sie denn, welches Brot schmeckt hier am besten? Welches würden Sie mir empfehlen? Also ich empfehle Ihnen alle. Probiert es einfach. Das geht nicht, dann werde ich dick und kugelrund. Ich muss mich auf eins, wenn ich mich hier noch komplett durchesse. Da möchte ich Ihnen also entscheidend widersprechen. Also im Brot wird man nicht dick. Also echt? Wirklich nicht? Ich dachte, die Kohlenhydrate, die sind nicht gut für die Figur. Ah, das ist momentan eine Modeerscheinung von Amerika, würde ich sagen. Also ich, ja. Das heißt, ich kann bei Ihnen ruhig zu lang. Gut, stimmt, ja. Dann tue ich das jetzt auch. Weißbrot ist ja normalerweise immer ganz verpönt. Dafür nehme ich jetzt extra eins. Und zwar, was habe ich da für eins? Das machen wir an für sich in Kleingebäckform. Das ist an für sich ein Erdnusshörnchen. Nur heute zum Aufschneiden habe ich es jetzt in Stangen gebacken, dass man es einfach besser probieren lassen kann. Also da sind Erdnüsse drin? Ja. Das würde sogar noch zu dem Rapsöl passen, was ich vorhin probiert habe. Wie süß! Da drin ist ein ganz, ganz winzig kleines Württemberger Lämpchen. Da, genau da, einmal draufzoomen. Ist das putzig? Ganz klein. Und wissen Sie, was das Tragische daran ist? Links neben mir ist direkt ein Stand, da wird so herrlich duftender Lammschinken verkauft. Wie schmeckt das? Ja, der ist klasse. Nach was schmeckt das? Ist das anders als Schwein oder Rind? Ja. Versuch mal zu beschreiben.
so richtig frisch und aromatisch. Das ist einfach unbeschreiblich. Oh Jesus, da schwelgt aber einer in Hochgenüssen. Die Angela Schäffert hat mir verraten, hier bei Ihnen am Stand kann man Unkraut essen. Stimmt das? Ein Unkrautpesto. Ein Unkrautpesto? Ja. Ist es das da vorne, was da steht? Das ist da vorne, genau. Kann ich das mal probieren? Selbstverständlich. Was ist da jetzt drin in diesem Unkrautpesto? Schafgarbe, Labkraut, Sauerampfer, Giersch und Spitzwegerich. Wo haben Sie das alles im Wald selber gepflückt oder bauen Sie das an? Auf der Wiese. Echt, Sie gehen so richtig mit Körbchen auf die Wiese raus und rupfen das raus? Gibt es im Garten als Unkraut. Ja. Okay. Sie müssen mir mal zeigen, wo das bei mir liegen soll. Das hat die Frau Schäffold gemacht. Also von der Konsistenz her ist es etwas grober als normales Pesto. Es liegt an diesen Sesamkörnern, die einfach auch geschmacklich noch so ein bisschen was ein nussiges Aroma geben. Dankeschön. Also probieren wir mal. Mein erstes Unkrautpesto. Mhm. Das schmeckt ja wirklich wie Pesto. Das schmeckt wie Pesto. Was ist da jetzt drin? Also außerdem, da sind noch Sesamkörner. Wie haben Sie das verfeinert? Gar nicht. Tatsächlich nur Salz, dieses Unkraut, Sesam, Olivenöl. Pürierstab, fertig. Hier bleibe ich. Und wenn Sie auch mal so ein Unkrautpesto, was übrigens göttlich schmeckt, nachkochen wollen, rate ich Ihnen hier zu Bärlauchsaal bei Gundermann, Kochen mit Wildkräutern der Schwäbischen Alb. Da steht's drin. Und wenn Sie schon immer mal eine halbnackte Frau aus Holz haben wollten, rate ich Ihnen, hierher zu kommen. Ja, sieht gut aus. Schon beeindruckend, was der damit kann. Ja, total, ja. Super. Das macht er schon gut. Wir können es ja auch probieren, vielleicht geht es mir besser. Oh nein! Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einmal Hau den Lukas zu machen. Habe aber keine Ahnung, wie es funktioniert. Und dieser Herr hier neben mir sagte gerade ganz selbstbewusst, ich zeig dir, wie das geht. Ja, wie geht's denn? Man braucht eine gewisse Führtechnik. Man hält den Hammer hinten und im Schlag führt man die Hand nach vorne. Okay. Wenn man dann noch von oben schlägt, kriegt man eine gewisse Kraft hindert und dann geht es eigentlich ganz einfach nach oben. Also ich muss eigentlich nur den Schwung... Nur von oben den Schwung ausnutzen und die Hand nach hinten führen. Also bevor ich das mache, machst du das zuerst. Bitteschön. Ha! Nochmal. Dann funktioniert das jetzt schlecht. Das ist auch nichts. Dann machen wir nochmal. Nein, das ist nach hinten führen. Das ist wichtig. Das ist auch so. Im Schlag, die hat nach hinten. Das ist schon die Hälfte nach hinten. Klasse. Okay. Also mein Sport ist es nicht, seiner schon. Um jetzt den Speck wieder abzutrainieren, den ich mir gerade angefuttert habe, habe ich mich jetzt auf ein E-Bike gesetzt, aber kein normales, sondern das ist ein E-Bike-Tandem. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Natürlich, Elektromotoren gibt es für jedes Fahrrad und so natürlich auch für Tandems und das macht richtig Spaß. Ja, vor allen Dingen, wenn Sie vorne sitzen und strampeln und ich kann hinten tun, was ich will. Also Bernhard Frei heute hier. Mein Co-Pilot, also ich würde vorschlagen, wir legen los. Oder muss ich noch irgendwas beachten? Sie dürfen nur nicht dagegen steuern, ansonsten brauchen Sie nichts beachten. Okay, also los geht's. Vorsicht, da ist ein Hund. Sie sehen vielleicht, meine Frisur ist ein bisschen außer Form geraten. Das liegt schlichtweg daran, dass man so verflucht schnell mit diesem E-Bike fährt. Ich muss immer aufpassen, dass mein Rock nicht flöten geht bei Ihnen und Ihrer Geschwindigkeit. Ja gut, das mit dem Rock ist natürlich so ein Thema, aber die Geschwindigkeit kommt einfach daher, dass Sie mit dem Elektromotor immer einen eingebauten Rückenwind haben. Deshalb sind Sie umso schneller. Ja, aber ich habe doch gar nicht, zwischendurch habe ich mal gar nicht getreten, in der Hoffnung, er merkt es nicht. Er sagte zwar, er merkt es schon, aber wie kommen wir so schnell voran? Das ist unglaublich. Also erstens mal haben Männer ein ganz feines Gefühl, die spüren immer, ob hinten getreten wird oder nicht. Und die Schnelligkeit, die liegt einfach am Motor. Da ist ein 250 Watt Motor drin und der bringt diesen Schub, den Sie dann merken, sobald Sie in die Pedale treten. Und ich bin jetzt also, was Fahrrad angeht, nicht so besonders gut trainiert. Da muss man auch kein echter Experte sein, um sich darauf zu setzen und mal einen Berg hochzufahren, ne?
Nein, die Fahrräder sind so konzipiert, dass sie im Prinzip auch nichts kaputt machen können. Also sie sitzen einfach drauf und fahren wie auf einem normalen Fahrrad, wählen die Unterstützungsstufe und dann kommen sie ganz leicht den Berg hoch. Und extra Muckis dafür brauche ich auch nicht und Ausdauer, oder? Nein, sie fahren beim Elektrofahrrad sogar immer in diesem sogenannten aeroben Bereich. Das bedeutet, sie fahren nie in diesem zu anstrengenden Bereich, wo sie gesundheitliche Probleme bekommen. Sie fahren immer ruhig und gleichmäßig. E-Bike ist eigentlich für jedermann Geschichte und man hat wirklich die Möglichkeit, auch als Untrainierter da drauf zu sitzen und loszufahren und man hat einfach nur Spaß. Aber man verbrennt trotzdem ein bisschen was an den Hüften, weil man tritt ja, ne? Natürlich, es sei denn, man sitzt auf einem Tandem hinten und tut nichts. Ist ja schon gut. So ein anstrengender Rundgang geht zur Neige. Deswegen finde ich, ich habe mir jetzt noch ein kühles Glas Bier verdient und danach entspanne ich hier noch im wunderschönen Biergarten bei guter Musik, hoffentlich noch ein paar netten Gesprächen und lass dann so den Sonntag ausklingen.